die Agit, glaube ich, hat durchaus auch mehrere Entwicklungsphasen durchgemacht. Ja. War man am Anfang sehr akademisch unterwegs und der ganze Bereich Geoinformation ist relativ neu. Aber dann, ich denke, eine Zeitphase von 10 Jahren gehabt, wo es eine sehr kommerzielle Veranstaltung auch war, wo wir durchaus auch Neukunden hier akquiriert haben. Und in den letzten Jahren sind wir eigentlich eher wieder zur akademischen Welt zurückgekehrt, dass also die Ausbildung und die Fortbildung wiederum stärker im Vordergrund steht und hier an sich auch der klassische Branchentreff des Jahres im GIS-Umfeld stattfindet.